Ja, schönen guten Morgen wieder zu den schrägen News der KW 37. Ich bin zurück. Am Anfang gleich meine Anmerkung, das ist natürlich eine Dauerwerbesendung, weil ich viel zu viele Firmen hier nenne, ist leider so. Ja, worüber reden wir diese Woche? Was ist mir aufgefallen? Wir reden einmal über das E-Auto-Treffen in Horb. Wir reden über das Model 3. Wir reden über meine Praxistests, die ich gerade mache, Ampera i3 ist. Und wir reden über das Gezerre um die Diesel-Hardware-Umrüstung. Ja, ich war ja im Urlaub. Ja, bis 8. September habe ich hier geschrieben. 9.10. war dann ja Horb. Und deshalb gab es am 9. nämlich auch keine schrägen News. Schade, schade. Und deshalb nochmal vielen Dank an den André von Fair, dass er die Wochen seine Fair-News bereitgestellt hat als Urlaubsvertretung. Ich hoffe, einige haben das auch mal angeguckt und er hat ein paar mehr Abonnenten gewonnen. Echt toll, was er da macht. Sogar live. Live, davor scheue ich mich ja immer noch, das hier live zu machen. Ja, was habe ich denn im Urlaub so gemacht? Ich wollte ja mit dem Ampera E mal eine längere Strecke fahren und ich bin so moderat gefahren. Ihr seht es hier, ich habe dann sogar nach dem Aufladen mal 400 Kilometer reale Reichweite hier gesehen und da oben nahezu 500, 520 NEFZ sollte ja oben ja irgendwann mal stehen. Ja, bei 15,9 kann das nicht sein. Bisschen weiter drunter müsste man dann sein. Also im Sommer ist es nahezu möglich, mit dem Auto tatsächlich 400 Kilometer zu fahren. Ich bin real, hier seht ihr es, 60 Kilowattstunden Akku, fast leer gefahren. Auf jeden Fall 360 gekommen, also 350 geht, wenn man, wie gesagt, keine Reserve sich vornimmt und weiß, an dem Zielort funktioniert das Laden. Ich habe viel mit Laden ausprobiert, ich habe auch den Kofferraum nochmal ausprobiert, also da hatten wir jetzt wenig Probleme. Wir haben sogar noch Sachen eingekauft, die dann nachher hier noch davor standen, da habe ich gar kein Foto gemacht. Hinfahrt war auch kein Problem, ich konnte auch kostenlos laden. Hier mal eine Ladesäule probiert, die dann nicht funktioniert hat. Die ist an dem Supercharger da. Ich weiß gar nicht, wie das heißt da. Wenn man von Ulm hochfährt, muss man nochmal gucken. Und hier die Ladeleistung haben sie auch bestätigt. Bis 50% lädt das Auto eigentlich recht gut. So mit 45 rum und darüber dann. Leider flacht es dann ziemlich ab. Wenn man also nur in dem oberen Bereich so gefahren ist wie wir am Anfang, dann hat man doch da Ladezeiten. Gut, wir hatten jetzt mal eine Mittagspause eingeplant. Hier seht ihr das so 45 Minuten. Da haben wir dann 21 Kilowattstunden doch gekriegt, um auf diese 81 am Ende, das ist ja ein bisschen drüber über dem Strich, dann raufzuladen. Und das ist die Ladestation, die kostenlos war von E.ON. Die hat auch super funktioniert. Ich habe euch das hier noch mal ein bisschen zusammengestellt, was wir so gemacht haben. Wir haben auf jeden Fall auf dem Campingplatz geladen. Da habe ich 60 Cent die Kilowattstunde gezahlt. Das war nur 230 Volt. Ich hätte auch was Besseres kriegen können, aber das Auto stand da eh die ganze Nacht oder mehrere Tage und ich habe auch nicht richtig voll geladen, weil 60 Cent ist schon teuer. 50 Cent auf dem Campingplatz wäre günstig übrigens, nur mal so als Anmerkung. Aber ich habe dann gemerkt, Typ 2 hier laden, komme ich auch auf 70 Cent umgerechnet. Und nur am CCS war ich günstiger dran hier. Mit 17 Cent, warum zeige ich euch gleich. Und allerbeste wäre natürlich, wenn ich einfach hier so ein Kabel rüberlegen kann, 230 Volt free. Da kann ich dann auch mal vollladen wieder auf 405 hier sogar. Ich habe sogar noch mehr hingekriegt als 400. Krieg sogar von der App hier eine Fertigmeldung. Alles wunderbar bei dem Auto. Bin eigentlich begeistert von dem Auto. Wie gesagt, im Moment kann man es bestellen mit einer großen Reichweite. Was ihm halt fehlen, sind die Assistenzsysteme und die Wärmepumpe für den Winter und ein bisschen mehr Optimierung noch. Und sie hätten aus dem Akku echt noch mehr rauskriegen können. So bleibt das halt dem Kona überlassen. Zu dem später. Jetzt nochmal hier eine Zusammenfassung. Ja, so können auch Ladesäulen aussehen, nämlich total verratzt. Und auch sehr schwer zugänglich, kein RFID, alles nur per Online. Aber mein GAU kann alles. Ja, ich bin jetzt total von mein GAU überzeugt. Entweder in der App direkt starten, per Scan hier über irgendeinen, wenn man ihn noch findet hier, meistens über die normalen RFIDs bzw. die Scan-Token da. Und hier habe ich nochmal die Umrechnung auch reingemacht. Hier seht ihr es bei CCS, ist natürlich, wenn ich 0,5 Cent die Minute zahle, am günstigsten. Typ 2 nicht so toll. Und wenn ihr es über die App startet, seht ihr auch online, wie viel ihr hier schon geladen habt. Leider die Kilowattstunden nicht, aber die Kosten sieht man schon bei MeinGau. Also MeinGau macht alles richtig. Und deshalb Dauerwerbesendung, Empfehlung auch von MeinGau. Ich kriege natürlich keinerlei Geld von MeinGau. Die wissen von überhaupt nichts. Die kennen mich überhaupt nicht. Jetzt gehen wir mal zu den News. Ich bin hier mal meine Zeitung wieder durchgegangen. Samstag fing ich an. Klar, die größte Meldung war natürlich Elon Musk.
Das war schon der Tag vorher, glaube ich, am Freitag oder so kam das, und das war auch der Absturz hier wieder von der Aktie in die Tiefen des Kellers, diesmal von Tesla. Ja, es ist zwar legal da irgendwo, wo war er denn wieder, Hasch zu rauchen, aber vor laufender Kamera, nee, Marihuana, ja genau, muss doch nicht sein, Elon, aber es hat ihm ja auch nicht geschmeckt. Ne? Seht ihr jetzt hier, die Reihenfolge der Bilder ist falsch, ich glaube, schmeckt ihm gar nicht. Ja, Nahverkehr. Wie will ich die Autos von der Straße wegbringen? Es geht im Moment mal, die Verbrenner von der Straße wegzubringen. Also wäre doch mal die Idee, billigere Tickets anzubieten. Ja, also unser Nahverkehr ist sowas von teuer. Da kann ich selbst mit dem Verbrenner fahren und bin billiger dran. Und im Schienenverkehr sowieso, außer ich habe das schon Wochen vorher gemietet, ge gebucht, gemietet, gebucht und oder ich fahre Train da, einen grünen Train, ne? Na gut, keine Ahnung. Also die normalen Angebote sind alle sehr teuer, finde ich, und deshalb sollte es irgendwie günstiger werden. Also das ist der erste Ansatz hier. Aber auch im Hintergrund laufen jetzt die ersten Sachen schon hoch wegen der Dieselaffäre nochmal, dass da doch einige Aktionäre ein Musterklageverfahren jetzt eingereicht haben. Ich meine, ich finde das nicht ganz fair, ey, ihr Aktionäre, weil nachdem der Kurs ja im Keller war, hättet ihr ja sauber kaufen können und ist er ja wieder hochgekommen und habt ihr ja nochmal was verdient. Wenn ihr natürlich ganz halt die Aktien gehalten habt, dann da, ja, ihr müsst schon aufpassen, ne, wenn das runtergeht. Also man muss ja schon auf die Meldungen da von der Wirtschaft gucken. Da kann man nicht einfach so liegen lassen. Das ist ja keine Langzeitanlage, sowas, ne? Sag ich immer. Also andere sagen was anderes. Aktien halten, halten, halten. Nee, ihr müsst darauf reagieren, wie die Unternehmen unterwegs sind. Auch hier auf sowas muss man reagieren bei Trump. Wenn der jetzt wieder weiter Ärger macht, dann sind halt einige Sachen nicht gerade lukrativ darin zu investieren. Obwohl ich hoffe, er wird sich mit China noch einig. Mit der EU ist er sich, glaube ich, einig. Wir warten ab. EU ist jetzt für uns interessant, vor allem Model 3-mäßig, was das dann wirklich kostet. Und China, die ganze China-Geschichte natürlich, wenn wir jetzt vielleicht von China Autos kaufen wollen, nee, das ist ja eigentlich EU. Das muss uns eigentlich egal sein. Weiß ich nicht. Es hat alles Auswirkungen. Der Mann weiß, glaube ich, nicht, was eine einzige Twitter-Nachricht von ihm so bedeuten kann. Ja, am Samstag war dann eigentlich ganz toll hier bei Sangel. Waren wir alle bei Sangel und haben den Kona angeguckt. Der hat der Sangel tatsächlich einen Kona da gehabt. Nee, wir waren nicht bei Sangel. Warum eigentlich nicht? Ne? Warum waren wir am 8. September, den Samstag, nicht bei Sangel? Der Andreas Hähnel, also Sangel und Hähnel, also die eigentlich wissen die Bayern nicht, ob man E oder nicht E macht, hat ja ein schönes Video gemacht. Also der Andreas, nicht der. Der Jürgen Sangel hat noch kein Video gemacht, glaube ich, für den Kona. Vielleicht hat er noch was. Mal gucken, ob es mal online kommt. Der hat eine tolle Show auf jeden Fall gemacht. Das Auto vorgestellt. Also der Mann ist einfach extrem cool. Hier sieht er auch Clean Electric T-Shirts an. Nochmal auch von meiner Seite hier eine Entschuldigung über die Fake News, die ich damals verbreitet habe. Zum Namen mit Tesla Markus. Mensch, Tesla Markus. Wir mussten das Video schneiden. Nein, Sangel ist hier weiterhin der erste Auslieferer von Hyundais in Deutschland und hat auch immer die Testautos da und hat jetzt auch Probeautos die Woche ab die Woche da. Man kann also mit ihm da Probefahrten ausmachen von dem Kona. Next Move hat auch die Konas direkt bei Sangel gekauft, gemietet, vorbestellt und ich hoffe, dass da auch Next Move demnächst Konas hat und ich auch mal einen bekomme, wenigstens für ein paar Tage oder für eine Woche oder sogar längerfristig zum Test. Weil das ist eigentlich das nächste Auto, der Jürgen Sangel hat es auch so formuliert, unter 40.000 Euro. Mit einer 60 Kilowattstunden Batterie und einfach einer tollen Technik. Das Design geht, ist besser geworden, finde ich. Ich finde dieses bollige Design, dieses SUV-Design ja nicht so super toll, aber es ist gegenüber dem Ioniq auf jeden Fall ein bisschen nochmal hier wegen der Farbgebung auch besser geworden, finde ich. Bin ganz mal jetzt mal freudig überrascht über das Auto und gespannt, wie es sich im Alltag dann darstellt. Es ist gar nicht so groß, wie es aussieht. Es ist wirklich ein Mini-SUV. Also ist nicht vergleichbar mit den SUVs, die ich später noch zeige. Nee, warum waren wir nicht bei Herrn Sangel in Bayern? Weil wir alle in Horb waren. Wir waren echt alle in Horb. Guck mal hier, wer in Horb war, ne? Sogar Uwe. Noch andere Leute. Sorry. Dirk Henningsen war auch da. Aus dem hohen Norden. Also, Uwe hat so formuliert, das größte E-Auto-Treffen in Deutschland. Wird es vielleicht mal, wird es vielleicht mal. Ja, okay, aber wir waren alle dort. In Horb war auf jeden Fall super, auf jeden Fall super. Und am zweiten Tag, dann auch am Sonntag, hatten wir die großen Vorträge hier, auch von mir. Mein Vortrag ist online und auch von Drive Tesla 3.0 vom Andi. Und
Wir haben ein kurzes Treffen auf von 3.0 gemacht. Leider habe ich jetzt die Leute, die jetzt mit mir zusammen ein Auto kaufen wollen, dann doch nicht richtig kennengelernt. Könnt ihr euch nochmal irgendwie bei mir melden, die jetzt meinen, sie sind so nah bei Stuttgart dran, dass sie eigentlich mit mir zusammen das Model 3 fahren müssen? Bitte nochmal konkret bei mir melden, dann können wir das jetzt auch mal organisieren. Demnächst geht's los, habe ich das Gefühl. Ach ja, ich habe ganz vergessen, jetzt bevor ich es hier wirklich vergesse, es sind die ersten Model 3 sowohl von Next Move, also von anderen, jetzt hier offiziell angemeldet mit richtigen Kennzeichen. Also die kann man auch ordentlich kaufen, sind ordentlich kaufen. Ja, kaufen kann man sie auch, versichert, kann man sie mieten und so weiter. Ich weiß nicht, was es kostet. Einige weiß ich schon, ziemlich teuer. Aber bei Next Move werden wir vielleicht auch mal die Möglichkeit haben, Model 3 doch mal für einen Tag oder ein paar Tage zu mieten, auszuprobieren und dann mal euch hier zu dokumentieren. Wo sitze ich hier eigentlich? Wer weiß, wo ich drin sitze? Das Auto ist da zu sehen. Wer weiß das? Ja, ich bin am. Dort war ich Samstag, Sonntag ja noch unterwegs mit dem Ampera E, den ich auch im Sommer hatte hier, im Urlaub. Und ich fahre jetzt den i3 ganz in Schwarz. Nein, das ist hier blau und hier ist schwarz. Sieht man gar nicht so richtig. Also die Farbkombination ist eher so jetzt gedeckt und ist das Auto auch etwas unauffälliger. Sonst ist es ja immer sehr, sehr auffällig. Größerer Akku übrigens nach Nachfrage bei BMW offiziell jetzt hier. Gibt es erst Anfang 2019 und ich weiß nicht, ob man ihn noch dieses Jahr bestellen kann. Vermutlich nicht. Vermutlich alles erst nächstes Jahr, der größere Akku. Das schießt das Auto leider so ein bisschen nach hinten, aber der Test von meiner Seite kommt ja noch. Ja, hier, Digitalsteuer. Das habe ich nochmal seitwärts hier reingemacht. Ich mache ja auch News, die nicht gerade mit E- und E-Mobilität was zu tun haben, sondern mit insgesamt, so wie geht es vorwärts eigentlich. Das ist da dieses Thema, dass Google und Co., das sind wir, ne? Google bin ich hier, ne? YouTube, ne? Dass wir unsere ganzen tollen Einnahmen, die wir da haben, jetzt identifiziere ich mich hier mit Google, das geht ja auch nicht. Und Amazon und Co., dass die ja keine Steuern zahlen, das wird demnächst nicht mehr so gehen. Da sind immense Summen geplant, was die an Steuern zahlen sollen. Bitte alles in die E-Mobilität dann sofort umlenken, ne? Mal sehen. Und hier Stuttgart 21 kostet jetzt doch mehr und ich bin mal gespannt, wie das weitergeht. Also Großprojekte sind einfach schwierig in unserer Zeit. Wir haben die total nicht mehr im Griff. Also ich weiß nicht. Also Stuttgart 21, der tiefer gelegte Bahnhof, ne? Nach unten gelegt und nicht mehr Kopfbahnhof, sondern durchfahren und alles unterirdisch. Das passt doch, ne? Oh, ich habe vergessen, die Meldung reinzukleben von Elon, dass er doch jetzt da nochmal was rausgeschickt hat wegen seinem Tunneln, ne? Boring Company Tool. Das fand ich auch obercool. Na gut. Habe ich vergessen. Oh, ich habe alles vergessen reinzukleben. No, was war am Dienstag los? Audi verkauft auf jeden Fall mehr Autos. Haben auch alles umgestellt auf WLTP, oder? Ja, nee, nee, hier unten steht es auch wieder. Audi kann wegen der WLTP-Umstellung einige Modelle vorübergehend noch nicht liefern. Sag mal, das WLTP ist irgendwie vom Himmel gefallen. Ich weiß nicht, keiner wusste was davon und keiner wusste was vom Aufwand. Keine Ahnung. Ja, Daimler hat einen Dämpfer gekriegt, das hatten wir schon mehrmals hier, Rückgang um so und so viel Prozent und es schrumpft und was ist. Das ist jetzt nicht wirklich viel, was da passiert, aber es passiert was. In den USA wird ja immer so dargestellt, so, ja, Dreiermodell, also BMW kommt gleich noch. Gegenüber Dreierverkauf. Ja, ihr müsst auch immer berücksichtigen, es gibt einen Zweier, einen Dreier, einen Vierer. Ja? Also es ist nicht so, dass man ein Model 3 nur mit einem Dreier BMW vergleichen kann, was natürlich, das ist auch nicht gut, eine gute Darstellung, muss ich ehrlich sagen. Mal insgesamt, ich weiß nicht, ob das jetzt schon ein Hinweis ist, dass die Kutschenbauer einfach nicht in die E-Mobilität kommen. Also das fand ich einen coolen Vortrag übrigens vom Markus Meyenschein, Tesla Markus, der hat nämlich auch gesagt, die Kutschenbauer von damals mit Pferden vorne dran, die haben es nicht geschafft, ein Verbrennungsauto zu bauen. Die haben das versucht, das Verdeck war super, der Motor nicht. Und auch die Hersteller von Dampfloks haben es nicht geschafft, eine E-Lok oder eine Diesellok zu bauen. Es gibt uns zu denken, ist tatsächlich so, dass die etablierten Saurier, sagen wir immer, die etablierten Hersteller der jetzigen Autos, sind die wirklich nicht in der Lage, ein Elektroauto, ein ordentliches zu bauen? Das nächste Jahr, die nächste Zeit wird es zeigen. Ja. Es kann aber durchaus sein, dass da tatsächlich eine Wende, eine Generation zu Ende geht. Ich kann es noch nicht glauben, ich weiß es nicht. Aston Martin. Aston Martin baut jetzt auch ein E-Auto demnächst, oder? Wie war denn das? Naja, gehen Sie erstmal an die Börse. Soll man da einsteigen? Ich war noch nie bei so einer Akquisition dabei, weder bei Telekom noch sonst was. Ah, Luxemburg macht eine Weltraumagentur, die baut keine. Doch, bauen die Raketen? Ich weiß nicht. Ja, auf jeden Fall wollen sie Bergbau auf Asteroiden. Vielleicht ist das ja das Nächste. Vielleicht kriegt man da seltene Erden her. Vielleicht gibt es da irgendwas. Ja, das ist übrigens große Zukunft.
Daten aus der Cloud, Digitalisierung, verkaufen. Das steht hier so ein bisschen so komisch drin. Am Anfang denkt man, ja, es ist irgendwie dieses, wenn so Model 3 gescannt wird, wenn man diese Daten verkaufen kann als 3D oder was weiß ich. Nee, 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 das ist, Tesla ist da ganz, ganz vorne und wir wissen es gar nicht, weil die nehmen ja seit ewigen Zeiten jetzt schon von ihren Autos sämtliche Daten auf und schicken die in die Cloud, muss das zwar bestätigen, aber die meisten Leute klicken das ja an. Und das sammelt sich jetzt bei Tesla in irgendwelchen Datenspeichern und die werten das aus. Die haben da eine umfangreiche Datenbank inzwischen, wie ihre Autos auf den Straßen so hin und her fahren. Und das braucht man später, um autonom fahren zu können. In Verbindung mit Google Maps und den Nvidia-Teilen müsste das eigentlich direkt funktionieren. Und bei Nvidia, das sind ja die Spieleprogrammierer, die bauen die virtuelle Welt dazu. Ja, so ist der Gedankengang von mir nämlich. Und die werden alle noch kommen. Ich habe ja mal investiert in Aktien da von solchen autonomen fahrenden Firmen. Nee, so Firmen, die da im Hintergrund tätig sind. Nvidia ist eigentlich da so die größte immer, die da den Ausschlag gibt. Habe die Aktien leider jetzt alle wieder verkauft, weil es nicht so toll lief. Aber das ist eigentlich die Zukunft, solche Sachen hier. Also das ist eine ganz kleine Meldung und da steckt sehr, sehr viel dahinter. Ja, und es ging jetzt hier los mit Dieselnachrüstungen. Ja, wollen wir jetzt nachrüsten, wollen wir nicht nachrüsten? CDU will es nicht. Die will nur Software, die SPD will ja auch Hardware. Ich habe einen Vorschlag nachher. Kommt am Ende. Und hier Elektrifizierung, Busse weg und Stadtbahn. Ja, aber im Moment müssen wir mal mehr Busse fahren, weil die Bahn erst umgebaut werden muss. Wir haben Bahnstrecken, die keine Oberleitung haben. Ich war entsetzt. Auf meiner Modellbahn ist überall Oberleitung. Hier bei uns ist scheinbar in den meisten Fällen gar keine Oberleitung. Müssen wir erst wieder hinbauen. Wir haben die Oberleitung abgebaut. Alles Dieselloks. Oh. Ja, das fand ich jetzt auch nicht so cool. Ist sogar bei Heise Security kam eine Meldung, hier der Tesla ist gehackt wieder. Das ist eine Uraltmeldung, Leute. Klar, okay, das kam jetzt nochmal raus, jetzt haben die das veröffentlicht. Verschlüsselung ist seit Jahrzehnten als geknackt. Ja, aber was habt ihr da wieder eingebaut? Ihr McLaren und Karma und Trumpf haben es auch. Haben es auch, Triumph. Aber hier und auch, wer klaut einen Tesla? Keine Ahnung, keiner will den. Doch, ist doch. Ist, ja. Auf jeden Fall weiß ich nicht, ob das seriöse Journalismus ist, hier so alte Meldungen wieder raufzufrischen. Ich weiß nicht, manchmal ist Tesla pro. Tesla, sagst du, Heise pro Tesla und manchmal kontra. Oder kommt es auf die Autoren an? Weiß ich nicht. Also, ich bin Heise-Leser. Ich gucke die Heise-News ständig. Ey, Leute, was macht ihr? Wir wollen vorwärts kommen. Vorwärts. Gut, Mittwoch. Irgendwie der Rechnungshof hat jetzt auf jeden Fall mal kritisiert, irgendwie der Kampf für reine Luft ist nur zögerlich. Die Investitionen sind da, was weiß ich, und wir haben weiterhin 400.000 vorzeitige Todesfälle. Hä? Okay, alles klar. Das ist natürlich so einfach so mal zwischendrin hier, ne? Ja gut, wir werden gerügt, Sie werden gerügt, wir werden gerügt. Nein, die Städte, die Regierungen, weiß ich nicht. Wir können uns damit identifizieren oder auch nicht. Wir haben die Regierungen gewählt. Ja, ihr habt die, wir alle haben die gewählt. Ne? Ja, und dann passiert irgendwie nichts oder zu wenig. Zu langsam, zu wenig, zu langsam, Falsches. Na gut. Ja, hat jetzt VW tatsächlich die Anleger schlecht informiert, zu spät informiert? Es wird sich noch zeigen. Ich glaube, in Deutschland geht sowas nicht durch. In den USA geht das. Da konnten die Leute ja ihre Autos komplett zurückgeben. Hier ja nicht. Jetzt geht es um die Anleger. Es geht weiterhin um Aktien. Ne? Aktien kommen wir noch. So, Bundesverkehrsminister setzt immer noch auf Software und nicht auf Hardware. Wird er das durchhalten? Mal sehen. Rewe will das Besteck wegmachen und das Plastik. Gut, gute Richtung. Den Plastikhalm haben wir in unserer Firma immer noch nicht aus der Cafeteria verbannt. Meine Kollegin hat sogar einen Verbesserungsvorschlag gemacht, wurde abgelehnt, weil die Cafeteria wird von einem externen betrieben, haben wir vielleicht gar keinen Einfluss drauf, aber gutes Unternehmen könnte ja trotzdem sagen, hey, wir wollen etwas umweltfreundlicher da. Wir haben richtiges Geschirr, wir haben kein Plastikgeschirr, das ist immerhin schon in die richtige Richtung. Hey, ich google mich manchmal, nein, ich melde mich manchmal tatsächlich mit dem Google-Account an, weil ich den auf jeden Fall habe, weniger mit einem Facebook-Account, nee, mit dem eigentlich weniger. Und jetzt gibt es noch NetID. Ja, ich weiß nicht. Ich bin immer so ein bisschen zwiespältig, wenn man irgendwo seine Accountdaten von einem anderen System eingeben soll, wie gut das eigentlich so funktioniert, auch mit dem PayPal, muss man immer aufpassen, dass es wirklich PayPal ist und nicht irgendwie ein Phishing-Service. Ne? Auf jeden Fall gibt es jetzt nochmal was Neues und der soll wieder und so weiter und so fort. Es gab auch schon Twitter-Ablösungen und keine Ahnung, ob das hier was wird. Also ich würde ja mal nochmal gucken, dass man das von staatlicher Seite hinkriegt. Also diese ganzen. Das Internet muss jetzt irgendwie mal auf einen administrativen Level kommen und dann müssen wir von der Seite mit unserem Personalausweis uns irgendwie authentifizieren können. Geht ja teilweise schon, aber noch immer nicht richtig.
dass das mit diesen Anbietern, die das jetzt in der Hand haben, einfach dann denen das nicht das Feld überlassen ist und unsere Daten auch. Das kann einfach so nicht weitergehen. Ja, Fisker will übrigens auch jetzt mal ein Auto unter 40.000 Euro liefern. Damit wäre das ja im Kona-Bereich. Ja, der musst du jetzt haben. Jetzt, Henry. Henrik. Jetzt, sofort, jetzt. Ne? Meine, wir kennen die bloß von Luxuslimousinen. Das ist letzte Meldung offiziell. Warum kommt das auf der offiziellen Seite eigentlich nicht von Fisker? Weiß ich nicht. Hier auf jeden Fall bei elektrif.net. Auch ein Interview gibt es da als Video. Könnt ihr euch anhören. Ja, und ansonsten wollen wir eure Solid-State-Batterie jetzt endlich mal sehen. Also, ich weiß nicht, Fisker ist mir immer unklar. Fisker Kramer fand ich cool. Und auch diese Sachen finde ich alle cool. Aber wenn sie das mal, jetzt wollen sie auch in den Massenmarkt. Also, wenn sie das hinkriegen, finde ich super. Aber bitte machen. Bitte machen. Ja? Ich sage immer, nächstes Jahr auf der IAA sehen wir das alles. Wie macht man eine coole Show? Es war wieder Apple-Show am Mittwochabend bei uns hier. Ne? iPhone 11 und Co. Echt coole Show. Und so sieht man hier, Tim Cook ist natürlich nicht so cool wie Steve Jobs, natürlich nicht. Ne? Aber das Video war obercool. Also, wir hatten auch schon so ein Video mit so einem Koffer. Ich fand das obercool. Der Gag war gut. Er hat ihn nachher nicht so gut aufgreifen können. Aber das Raumschiff kam gut rüber. Hey, also, das ist ja wirklich alles gigantisch. Gigantisch. Es gab eine andere Show die Woche auch, die war schon ein bisschen früher. Das war diese hier vom Dieter Zetsche. Dieter Zetsche, einfach auch cooler Mann. Jetzt auch immer in Jeans und immer mit Turnschuhen und hat den AQC nochmal präsentiert. Ich bin nicht ganz sicher, ob alle Fotos davon eigentlich sind. Das sieht immer irgendwie alles gleich aus. Irgendwas ist an dem Mann aber falsch. Ich weiß immer nicht. Ich gucke immer dahin auf diese Fotos, sehe den Mann mit seinem Schnurrbart, den Jeans, den Turnschuhen, dem Jackett. Irgendwas ist falsch. Da, na, Elon Musk. Elon Musk sieht einfach nochmal irgendwie cooler aus. Ist das Auto cooler oder ist der Mann cooler? Der Fehler liegt daran, man darf nicht das Jackett zumachen. Leute, ey, du darfst nicht so dastehen, so cool und dann das Jackett zumachen. Das geht nicht. So muss das aussehen. Okay, er hat schon gelernt. Ja. Ich finde Dieter Zetsche obercool. Also ich habe schon, wo der in den USA war, bei Chrysler. Da hatte der echt coole Videos, TV-Spots gemacht, also obercool. Das Auto finde ich jetzt nicht so cool, ist wieder vorne wie vor die Wand gefahren. Es hat vier Rekuperationsstufen, das hat der André auch nochmal genau gesagt hier bei dem Podcast da mit Jana und Jerome. Habe ich nämlich neulich gehört, das ist richtig und der hat auch so eine intelligente Stufe. Also sie versuchen jetzt so mehr noch Sachen, Zusatzwerte reinzubringen, die andere Autos nicht haben. Finde ich auch gut. Nur die Fahrleistungen sind zu wenig und der Preis wahrscheinlich zu hoch. Also ich weiß nicht, ob Sie mit dem Konzept so gut beraten sind und die Ladeleistung nicht ganz dreiphasig und so lummelig. Ja, und auch danach das Design oder ist sowas einfach doch cooler? Der Mann und das Auto, sind die einfach cooler? Na gut. Ihr glaubt es nicht, Mercedes hat dann auch nochmal nachgelegt. Und dann hat das da den Fred Lampert, das ist der vom hier von Electrif. Electric.co, der hat das dazu hinreißen lassen, diesen Titel reinzuschreiben, in Deutsch übersetzt, stellt hässliches Elektrofahrzeugkonzept vor. Warum denn überhaupt? Ja, also das ist ein autonom fahrendes Fahrzeug dann. Warum das so hässlich aussehen muss, weiß ich nicht. Ja, und da gibt es auch Videos und da gibt es auch hier noch hässlichere Teile. Und das kann man auch irgendwie auseinanderziehen und ich weiß nicht, ist alles modular. Urbanetik. Urbanetik. Ja, gut. Also, ja, gut, ist eine Vision. Why not? Why not? Aber wirklich die Frage ist, das hat nicht Dieter Zetsche vorgestellt. Ne? Einen Tag später kam dann Volvo mit diesem Truck und ich dachte im ersten Moment auch, ups, was ist das? Der autonom fahrende Truck, der gar kein Führerhaus mehr hat. Aber irgendwie sieht es cool aus. Ne? Ich meine, diese Wand hier, weiß ich auch nicht, ist das aerodynamisch okay? Ein bisschen abgerundet. Aber das hier unten, irgendwie, weiß ich nicht, ne? Urbanetik. Und das hier ist übrigens von Fisker. Fisker hat auch so ein Teil. Autonom fahrende Autos sehen irgendwie so aus. Die sehen gleich aus, ne? Oder so. Ganz betont kein Fahrersitz. Ganz betont kein Cockpit. Ja, das sind die Roboter. Guck mal so Roboterfilme, ne? Die Roboter sehen aus wie Menschen. Warum sehen die Roboter aus wie Menschen? Warum sehen Roboterautos aus wie normale Autos? Müssen sie doch nicht. Ne? Die müssen aussehen wie Kabinenroller. Wie Seilbahnen und sowas. Ja, das ist vielleicht die richtige Richtung. Ich saß in so einem Teil drin auf der Hannover Messe. Ich weiß gar nicht, von welchem das war. Ich habe leider das Video nicht veröffentlicht. Müssen wir mal raussuchen.
Jo, das sind wir endlich mal beim Donnerstag. Donnerstag, jetzt geht's los hier. Echt, nämlich der Hintergrund hier ist die große Offensive jetzt in Stuttgart, Baden-Württemberg, hier, ne, vom Fritz Kuhn. Historische Tarifreform. Nee, hier geht es nicht um Geld bei den Firmen. Nein, hier geht es um die Tarife von den Stadtbahnen, Manno. Und Hybrid. Wir haben jetzt wirklich, also in Stuttgart, vermehrt Hybrid und wieder Oberleitung. Haben wir immer schon gehabt. Ne? Also elektrisch alles. Elektrischer Busse, elektrische Straßenbahnen und Seilbahn haben wir auch übrigens. Ne? Wir haben auch eine Seilbahn. Nee, wir haben eine Zahnradbahn. Wir haben keine Seilbahn, wir haben eine Zahnradbahn. Und auch Carsharing und so weiter. Hier Wasserstoff-Carsharing muss ich auch noch mal suchen. Gibt es das wirklich? Habe ich noch nie gesehen. Ja. Wird es geben, ich hoffe, so günstig, dass ich mit dem Auto nicht mehr nach Stuttgart reinfahren muss. Car2Go gibt es auch unendlich. Also Smarts und B-Klasse, alles Elektrik, alles Elektrik. Stuttgart ist da vielleicht jetzt demnächst Vorreiter. Wäre schön. Ich war in Stuttgart, noch ist Lärm und Gestank. Vielleicht sind wir da auf dem richtigen Weg. Ah, es gibt auch nochmal andere Wettbewerber hier zu Tesla, den NIO, seine Autobauer aus China, ne? Chinatown, genau. Ja, die Autos sehen irgendwie alle gleich aus, alle so wie ein EQC. Siri, was hat denn Siri jetzt eigentlich? Die haben ja Vorschläge ja vorhin gesagt, da sind größere iPhones gibt es auf jeden Fall und Siri kann jetzt EKGs machen. Ich habe mich immer gewundert, also mit dem iPhone, ich habe ja immer so ein Problem, dass ich das iPhone in die Autos reinmache, ne? Und auch Apple Watch und so habe ich ja auch alles, ne? Haben wir ja alles hier, wir sind ja alle voll dabei, ne? Und ich frage mich jedes Mal, der Steve Jobs ist jeden Morgen mit seinem Auto zur Arbeit gefahren, ne? Und der hat immer sein iPhone dabei gehabt. Und was hat der da gemacht? Der hat einen Mercedes gefahren. Warum hat der Mann sich keine Gedanken darüber gemacht, wie man diese Sachen miteinander verbindet? So richtig. Das CarPlay ist ja irgendwie so halblebig. Ich hoffe jetzt mit iOS 11 wird es besser. Wird ja demnächst ausgerollt. Dann bin ich mal gespannt, ob es schon Dritt-Apps gibt. Aber ich fände, das müsste auch nochmal in unsere Blase, in die Elektromobilitätsblase, müsste das viel mehr integriert werden. Und dann hätten wir vielleicht auch kein Problem mit der Navigation und mit den Ladesäulenabfragerei und so weiter. Die Daten vom Auto müssen wir in die Apple Watch und in das iPhone reinkriegen und nicht hier nur EKG-Herzdaten und so. Da muss sich jetzt echt einer drum kümmern, um den OBD-Stecker. Heißt das jetzt OBD, ODB, OBD? Zwei Stecker. Der muss irgendwie noch viel besser und so weiter und überhaupt und dann hier rein. Ins iPhone, ins Android, ins Windows Phone. Nein, Windows Phone nicht mehr. Ja, das ist eine Sache. Und dann hier, es gibt es Batteriezüge in Ulm. Wir haben keine Oberleitung mehr. Nee, doch, die werden an der Oberleitung aufgeladen. Hey Leute, wir haben Oberleitung direkt rein. Aber natürlich gibt es jetzt hier von Bombardier. Also das ist jetzt ein Hersteller von Zügen. Kennen wir eigentlich so, ne? Ich jetzt nicht so, aber die versuchen jetzt tatsächlich so in die Zukunft. Jetzt, die schaffen es. Ja, es tatsächlich dort ja auch die Hersteller von Dieselloks. Ja, die haben ja auch ein Problem. Dieselloks. Kommen gleich noch ein anderes Problem. Ja, aber da ist was unterwegs. In Ulm, Ulm ist bei mir um die Ecke, könnte ich mir tatsächlich mal versuchen anzugucken. Muss mal genau gucken, wo man das Ding sieht. Aber ich fand das witzig, dass er dann am Schluss hier an der Oberleitung aufgeladen wird. In wenigen Minuten. Und er fährt 40 Kilometer. Ich weiß nicht, was der für einen Akku drin hat. Also das ist gigantisch, ne? Also so eine Lok ist echt schwer und so ein Zug. Also 40 Kilometer fahren, dann in wenigen Minuten aufgeladen. Was sind denn wenige Minuten? 15 Minuten, 20 Minuten? Das ist nicht wenige Minuten. 5 Minuten ist wenige Minuten. Ja, schön. Es geht los. Es geht vorwärts, sage ich da nur. Am Freitag. Was war am Freitag los? Auf jeden Fall hier wieder Stuttgart, ne? Das, was der Hermann da angekündigt hatte, bin ja mit ihm auf der Messe rumgelaufen, ne? Hat er ja gesagt, ja, er will jetzt zeigen, dass das kleine Handwerkerle in Stuttgart tatsächlich eine Chance hat, auf E-Mobilität umzusteigen. Ich sehe auch vermehrt jetzt in Stuttgart tatsächlich die Autos hier von der Post, ne? Elektrifiziert, sehe ich jetzt, Street Scooter, sehe ich, ja. Also da ist was, da geht's los und das ist hier total abgegriffen worden, die Förderung, und jetzt machen sie ein neues Förderprogramm. Ey, super. Ja, so erwarte ich das auch von der grünen Regierung. Grün-schwarze Regierung haben wir ja, ne? Das erwarte ich auch. Und Plastik soll verbannt werden auf EU-Weite. Das ist auch super. Und ja, jetzt gucken wir mal hier durch. Der BMW, der Rückstand auf Daimler schrumpft. Also Daimler hatte ja Minus, BMW noch nicht so ganz, obwohl ja angeblich Model 3 mehr verkauft wird als 3er BMW, ne? Aber ich habe ja schon gesagt, es gibt auch einen 2er und einen 4er und einen 5er. Müsste mal die Zuordnung besser machen von den Autos zu den Autos bei Tesla, den dreien. Ja. Ja, keine Ahnung, was das uns bedeuten soll. Und Aston Martin ist jetzt wirklich vor der Börsennotierung.
und der Ölpreis steigt und dann hoffentlich auch die Benzinkosten und dann haben wir wieder eine bessere Chance. Also diese ganze Förderung muss weg, Leute. Die Förderung vom Diesel muss weg, die Förderung von irgendwelchen anderen Sachen muss hier weg, die dazu führen, dass der Sprit weiterhin so günstig ist. Naja, ich wundere mich ja selber. Also beim Diesel weiß man es, aber bei den anderen Sachen, keine Ahnung. YouTube jetzt hier ist dann doch verantwortlich für Urheberrechtsverletzungen ihrer Nutzer und deshalb werden sie wahrscheinlich nochmal verstärkt auf solche Sachen gucken. Das gefällt mir jetzt auch nicht so ganz. 3 Minuten, wie viel darf man jetzt? Eine Minute, 10 Sekunden darf man irgendwas anspielen, sonst muss man zahlen, ja. Und hier, ich hab's doch gewusst, die AIDA ist es. Die Kreuzfahrtschiffe sind es. Das sind die Hauptverursacher der weltweiten Umweltverschmutzung. Das kam ja neulich schon in Hamburg. Ist völlig sinnlos, in Hamburg einzelne Straßenzüge für Autos, für PKWs, für Diesel Autos zu sperren, weil die ganze Umweltverschmutzung in Hamburg scheinbar sowieso durch die Schifffahrt ist und auch weltweit. Ich meine, das haben wir natürlich, also Kreuzfahrtschiffe, elektrische Kreuzfahrtschiffe, ist das die Zukunft? Oberleitungen über die Weltmeere, geht ja nicht. Ja, jetzt haben wir ein Problem. Wenn das wirklich die Haupttreiber der Umweltverschmutzung sind, oh oh, und die Flugzeuge, was mit denen? Oh oh. Haben wir ja gar keine Chance. Weiß ich nicht. Was sagt ihr dazu? Also, ne, jetzt fangen wir mal klein an und opfern den Diesel, ne? Fangen wir mal klein an. Ja, Diesel opfern. Jetzt, also hier. Am Samstag, also heute, ging es jetzt tatsächlich darum, hier, Scheuer ist jetzt auch für Diesel, also Umweltminister, Bundesverkehrsminister Scheuer. Der Mann ist cool. Ja, der zieht das durch. Will jetzt doch Hardware. Und hier durchsichtig, hier Kommentar bei uns in der Zeitung, hin und her, her und hin und CDU und SPD und Grüne und keine Ahnung. Hey, es ist doch bekannt, erstmal wird das ziemlich teuer. Und dann, was soll denn da nachgerüstet werden an Hardware? Habt ihr das mal überlegt? Da muss der AdBlue-Tank, der riesen AdBlue-Tank da rein. Ja, da haben wir einige Nachrüster ja schon gezeigt, den kann man irgendwo unterbringen. Das ist noch das kleinere Problem, aber ich weiß nicht, ob das überhaupt wirklich was bringt, ob da nicht am Ende dann doch wieder irgendwie was anderes. Ein paar tausend Euro kostet es auf jeden Fall. Ich habe eine viel bessere Lösung. Verbrennungsmotor raus, Tank raus, Batterie rein, vorne Elektromotor rein. Kostet natürlich ein bisschen mehr, also im Moment so im Bereich so bei Umbau, Elektro-Umbau Moschel gucke, vielleicht 16.000. Wenn man das noch in Massenproduktion machen würde, vielleicht 10 und wenn es die Hersteller selber machen, vielleicht 5. Wäre auch eine Lösung. 5.000 Euro und ich habe aus einem stinkigen Diesel ein Elektroauto gemacht. Der variable Faktor ist hinten natürlich die Größe von der Batterie. Und da muss ich dann wieder abwägen, wie bei mir, Use Case, wie weit will ich eigentlich fahren und Batteriepreise müssen irgendwie runter, ne? Ja, das wäre doch eine Lösung. Wir bauen einfach als Hardware-Nachrüstung der Diesel alle auf Elektro um. Das ist mein Vorschlag. Nee, also im Ernst, ich glaube nicht, dass das funktioniert. Die Diesel werden alle verschrottet. Die werden alle, nee, in den Osten verkauft. Da wollen sie die nämlich noch. Aufs Land, habe ich jetzt gehört. Selbst in Horb. Aufs Land verkaufen die Diesel oder in den Osten. Ja, und nach Russland und so. Die wollen Diesel. In den USA will keiner mehr Diesel. Zeitumstellung wird auch abgeschafft, hatten wir ja schon. Und in Volvo will jetzt hier selbstfahrende Autos auch in Schweden testen und dürfen sie auch. Und wir haben alle Ladesäulen installiert. Baden-Württemberg liegt an dritter Stelle mit 2205 Ladesäulen. Ladestationen sogar. Ich weiß nicht, ob die Anschlüsse gezählt haben oder die Säule. Ich vermute die Anschlüsse. Kann gar nicht sein, viel zu viel. Dann Rang 2 ist, weiß ich nicht, und Bayern ist. Nee, auf 1 ist Bayern und auf 2 ist Nordrhein-Westfalen. So ist es. Der Unterschied ist jetzt nur marginal. Hier zumindest zu Nordrhein-Westfalen, zu Bayern schon. Ich fahre jetzt nochmal die Strecke, die ich auch in Urlaub gefahren bin, da nach Hof, ehemalige deutsch-deutsche Grenze. Und da muss ich so hier bei Ulm hochfahren und dann so quer rüber nach Nürnberg und dann nochmal Richtung Berlin. Und da sind unheimlich viele Ladesäulen. Eine einzige ist kostenlos, die anderen kosten alle Geld und die werde ich alle. Aber auch alle checken, ob sie funktionieren und, ne, und wie sie aussehen. Mache ich so einen Checkplan noch. Und die werde ich auch in Going Electric nochmal zurückmelden. Also was ich da erlebt habe, ich habe da nämlich, die Rückfahrt habe ich euch nämlich nicht erzählt. Da war es viel schlimmer, weil da ist nämlich auf der Seite, die kostenlose Ladesäule hat nicht funktioniert. Ich bin hingefahren, hat tatsächlich nicht funktioniert. Und dann hätte ich ja 30 Kilometer nach vorne, nee, naja, 20, glaube ich, 15 nach vorne und dann wieder 15 zurück, da 30 Kilometer mehr und dann wieder noch ein Stück. Also ich hätte insgesamt 50 Kilometer mehr fahren müssen, das wollte ich nicht. Also habe ich die nächsten alle abgeklappert und es war fatal.
Nee, also da habe ich auch einiges erlebt, das werde ich euch nochmal berichten, beziehungsweise ich werde das einfach mit dem i3, weil der ja eine kleinere Reichweite hat, da muss ich ja laden. Da werde ich also jede anfahren und immer so ein bisschen laden oder probieren, ob es überhaupt geht. Ja, also armes Deutschland. Was nützen uns die Ladesäulen, wenn sie dastehen, wenn die Wartung nicht funktioniert, der Service nicht funktioniert, das Abrechnungssystem nicht ordentlich funktioniert? Ne? Ich will auch vorher wissen, ob die überhaupt in Ordnung ist. Und das will ich nicht über ein Forum von Privatnutzern haben, das will ich von dem Betreiber haben. Ja? Hatte ich nicht. Jetzt abgerahnt hier mal. Okay, jetzt kommen wir mal zu den wesentlichen Sachen, nämlich den Aktien. Ihr seid ja alle in Aktien und wir haben ja immer noch das Versprechen hier, ne? 368 Euro kriegen wir von Elon. Nee, alles fallen gelassen, deshalb Kurs auch weit unter dem und alle, die gekauft haben, bei 300. Ho, ho, ho. Minus, minus, minus. Nee, ihr hättet alle verkaufen sollen. Also, bekannten YouTuber haben ja alle verkauft. Also, Horst Lüning hat gesagt, er ist komplett raus, ich bin komplett raus. Ja, ich habe in Horb leider ein paar Leute getroffen, die noch komplett drin sind, weil irgendwie haben mich mal ein paar Leute auch gesagt, all in. Ne? Das war nix. Also Moment hier, letzte Woche wieder, hüp, ich weiß nicht, was das für eine Meldung war, wieder, blub, also nicht so gut, die ganze Woche gesehen, der ganze Monat gesehen, vielmehr ist, wir sind leider wieder noch, es schwächt sich ab, aber wir sind im Minus. Aus unterrichteten Kreisen, ich mache hier keine Spekulationsnews für euch und auch keine, ja, kauft wieder. Aber aus gut unterrichteten Kreisen, wenn man so ein bisschen quer liest, also immer so draufklickt auf die Links von den Finanzern, kommt raus so 206 Euro umgerechnet jetzt, ne, von Dollar auf, also wirklich Euro, 206 Euro oder bei 190 Euro. Auf das vermuten viele, dass der Kurs nochmal fallen wird. Wir sind nicht da gerade, ne? Wir waren da aber schon, zeige ich gleich. Und dann könnte man vielleicht wieder einsteigen, weil dann wird er vermutlich wieder ansteigen, wenn es positive Meldungen von Tesla gibt, die darauf deuten, dass Tesla mal irgendwann Geld verdient. Ja, hier auf die 6 Monate gesehen, musste ich jetzt leider hier die Pafferei auch mit reinmachen. Das war nämlich dieses hier in den Keller, aber wir waren schon viel weiter im Keller und das war Trump schuld. Hier hat Elon Musk gesagt, er macht weiter, da kam Trump und ne, und dann der Unfall, der Bescheuerte da, ne? Also Unfälle gab es hier drüben auch. Abgebrannte Autos gab es hier auch nochmal, war diesmal nicht so gehypt. Also wir waren schon tiefer und das ist nämlich genau hier, seht das so, 206 rum. Das ist die Zahl, die genannt haben. Ja, die meinen also, es könnte noch auf das Rekordtief wieder fallen noch demnächst. Also Warnung, eher eine Warnung. Und dann hat die Aktie natürlich weiterhin das Potenzial hier mit starken Schwankungen im 10%-Bereich, sehr kurzfristig, dass man doch da Geld verdienen kann, natürlich. Aber das ist Zockerei, Leute. Das ist echt Zockerei. Ich habe die Zockerei so langsam satt. Ich hatte mal vor einigen Wochen Wirecard vorgestellt als eine Anlage, die straightforward nach oben geht. Ja, da kann ich all in sagen. Ne? Jetzt vielleicht auch nicht mehr, aber Anfang des Jahres oder überhaupt und auch für langfristig. Das sind Aktien, die man empfehlen kann oder wo man sagen kann, das ist was für Leute, die nicht gleich immer ständig da gucken wollen und ständig verkaufen wollen. Man kann hier gut verdienen. Hier, da kann man gut verdienen. Hier kann man gut verdienen. Klar, wir konnten auch hier gut verdienen. Aber das ist echt, also da bist du nah am Nervenzusammenbruch. Hier, ich habe auch mal nochmal reingemacht, unsere Sachen hier, 24. Woche jetzt, unser Portfolio, unser Spekulationsportfolio, wo ich ja mal die großen Automobilhersteller da zusammengepackt habe und nur Tesla ist noch im Positiven. Wir sind insgesamt komplett im Minus mit unseren 100.000 Investierten und auch wenn man das hier jetzt so anguckt, über das letzte halbe Jahr jetzt hier, 6 Monate, das ging immer nur abwärts. Ja, auch beim BYD, bisschen mal, aber jetzt auch schon wieder runter. Ich habe ein zweites Portfolio noch laufen, was ich euch nicht zeigen darf, weil der Horst Lüning gemeint hat, ich soll das hier weiterlaufen lassen. Dann mache ich das auch, Horst. Nee, also die waren alle jetzt irgendwie nix. Ne? Ich würde jetzt, also mit, weiß ich nicht, also mit denen würde ich jetzt auch nicht spekulieren. Ich würde auch nicht mit BYD spekulieren. Ich weiß nicht, wer mal meint, BYD wäre jetzt hier irgendwie eine gute Anlage. Bei mir hier nicht. Also die letzten 6 Monate war das keine gute Anlage. Ja, trotzdem hat Tesla Fans und das hat man auch wieder in Horb gesehen. Daran hängt die ganze Geschichte, wie bei Apple. Bei anderen Firmen, die irgendwie so ein Charisma rüberbringen, ja. Und deshalb auch hier bei uns jetzt hier in der Community war ich echt, weiterhin bin ich echt sehr, sehr erstaunt, wie viele Leute mich jetzt hier auch direkt unterstützen. Da nochmal vielen, vielen Dank. Wir sind kurz vor den 10.000, wo ich ja hier gesagt habe, 10.000 Abonnenten und ihr habt noch die Chance. 73 Patreons habe ich. Ich wollte 100. Ich rechne das noch für euch gegen. Ich glaube, nächste Woche haben wir die Abrechnung. Die Abrechnung. Gegen die Leute, die über PayPal mir was zukommen, haben zukommen lassen. Da auch vielen Dank.
oder hier nochmal ein paar T-Shirts gekauft haben, gibt es ja auch schon. Oder Tassen. Es gibt auch Tassen jetzt, hier mit meinem Endzeitgebrüll, und es gibt sogar Sticker. Oh, die habe ich jetzt ganz vergessen, da in Horb zu verteilen. Die hatte ich nämlich eigentlich dabei. T-Shirts habt ihr gesehen, hatte ich in Horb an. Gibt es alles zu kaufen, und da ist auch ein Obolus an mich immer fürs Design. Das Design ist noch nicht so super. Vielleicht müsste Jakob da nochmal drüber designen. Es gibt auch schon hier für Drive Tesla 3. Gibt es auch ein Design? Ihr könnt es übrigens dann noch wenden. Also, ihr könnt das da auf dem, wenn ihr das da was bestellen wollt, kann man das noch anders zusammenstellen und hin und her schieben und so. Das kann man auch. Kostet dann, glaube ich, gar nicht mehr. Außer man macht zwei drauf. Ja, dann nochmal vielen Dank an euch, und wir sind kurz vor den 10.000, und dann entscheidet sich für mich, wie ich weitermache, in welcher Form. Und die Unterstützung ist einfach gigantisch. Echt danke, gigantische Unterstützung, und auch nochmal vielen Dank an die, die mir tatsächlich in der realen Welt was haben zukommen lassen, nämlich in Form von Geschenken, teilweise auch selber gemacht. Vielen, vielen Dank daran, dafür nochmal. Also, wir leben nicht hier so in einer virtuellen Welt hier bei uns. Uns gibt es auch in real, tatsächlich. Vielleicht müsste ich wieder mal mehr Fan-Treffen auch hier bei mir am Ort machen. Eigentlich jede Woche, wenn ich ein neues Auto habe, bei mir eine Rundfahrt, ne? Das wäre doch was. Könnt mal schreiben, ob da jemand Interesse hat. Die Kollegen da, die ich immer öfters treffe, da hier aus der Umgebung, dass man da einfach mal am Samstag so oder Samstagnachmittag, Samstagvormittag dann eine kurze Rundfahrt mit den aktuellen Autos. Wäre natürlich auch drin, ist alles möglich. Okay, ich habe auf jeden Fall nochmal einen neuen Pool eröffnet. Der ist noch bei 0 hier. Den Link, der hier, den Link habe ich euch reingestellt. Der ist bei PayPal. Da ist es auch ein bisschen einfacher zu spenden, als wenn man sich jetzt bei Patreon das anmelden muss. Patreon ist regelmäßig, PayPal wäre jetzt einmalig. Und ich möchte sammeln für ein neues Intro und Outro. Mein Sohn hatte ja die erstellt, die ich jetzt hier gerade benutze. Und ich habe auch mal ein YouTube-Video nochmal reingemacht. Der will eigentlich Musiker werden und sagte jetzt, er macht auch viel so mit dem PC die Musik natürlich, spielt aber auch live hier, ne? Da könnt ihr hier angucken. Und der will sich eigentlich einen Mac kaufen jetzt, weil mit Windows kommt er nicht mehr weiter. Und deshalb habe ich jetzt mal hier für mich so ein Level gesetzt. Okay, ich möchte ihn mit 500 € unterstützen. Oder ich habe gesagt, ich versuche mal 500 € für dich zu sammeln. Ich schmeiß da auch was rein. Klar, aber wenn ihr jetzt direkt ihn unterstützen wollt, einen jungen Musiker, nein, er studiert eigentlich was anderes, aber er will ja Musiker werden und will damit auch später mal Geld verdienen und ihn einfach unterstützt. Und ich kann ihm dann tatsächlich mal die Rechte an einem neuen Intro, Outro abkaufen und darf das benutzen. Das wäre schön, wenn wir da ein neues Intro, Elektroauto, Intro, ein schräges Elektroauto, Intro bekommen können, indem wir ihn da ein bisschen unterstützen. Ich habe den Level jetzt einfach mal so gesetzt. Ja, ihr kennt ja, die Apple-Geräte sind ja teuer, werden wir ihm nicht komplett kaufen können, aber ihn zumindest mal unterstützen in diese Richtung. Vielen, vielen Dank, wenn ihr da was spenden wollt. Das wäre natürlich obercool. Ich muss ihn da echt immer irgendwie motivieren, dass er für mich doch nochmal was komponiert. Jetzt aber Model 3. Wie sieht es mit Model 3 aus? Es kommt auf jeden Fall nach Paris. Kommt es wirklich? Ich habe die Meldung leider nur bei electrif.net im Moment gelesen. Tesla Markus ist für uns in Paris und guckt sich wieder das Model 3 dort dann an, wenn es dort ist. Ich spekuliere darauf, dass ich ein Model 3 hier direkt bei mir vor der Tür haben werde, kriegen werde. Entweder von Nextmove oder von einem anderen, der jetzt auch Autos zugelassen hat. Ich hoffe, dass das in den nächsten Wochen passiert und ich euch dieses Auto exklusiv nochmal auf deutschen Straßen mit deutscher Nummer zeigen kann. Ja, dann mache ich auch Werbung gerne für die, die das bereitgestellt haben. Für mich, vielleicht muss ich auch ein bisschen was zahlen, aber wir haben ja schon was gesammelt. Ich habe ein bisschen Kapital ja noch von eurer Seite da, was ich da einbringen könnte, um einfach hier auf meinem Kanal wirklich mal das Model 3 im Alltagsbetrieb zu testen. Ja, ein paar Sachen werden ja nicht funktionieren, weil die Karten sind ja aber nicht komplett da, also es kann nicht navigieren. Autopilot müsste eigentlich tun, und aber das Feeling mal so mit diesem neuen Display und auch die Größe so im Kofferraum, das hätte ich gern nochmal für euch getestet, und da bin ich echt gespannt, ob ich da ein Auto mal kriege für ein, zwei Tage, ne? Ansonsten fahren wir nach Paris. Jo, Elon, ja, Elon, es hat ihm echt nicht geschmeckt, und deshalb hat er auch gesagt, ey, ignoriert die Medien. Ignoriert die Medien einfach. Es geht aufwärts. Ich zeige gleich die Zahlen. Photoshopping. Okay, also hier die Zahlen jetzt. Wir sind knapp unter 100.000 produzierte Model 3s. 90.000 jetzt. Ja. Es geht zwar zurück, hier die Rate geht zurück. Ich weiß nicht, warum hier jetzt auch Bloomberg meint, es geht zurück. Tom und Dean. Wird noch mal was an der Produktionsanlage gemacht. Mal schauen, wie es die nächsten. Also wir haben den Peak, hat sich nicht ganz gehalten hier, aber ist unter knapp unter 6.000. So sieht es gerade aus. Und
auch die Finns, und es sind ja Finns für Europa ausgefasst, deshalb die Erwartung, in den nächsten 2,5 bis 3 Monaten die Autos auch hier zu haben, würde genau passen zum, zum Dezembergeschäft eventuell noch und oder dann im Januar. Echt, und ich würde mich echt freuen, wenn die Autos jetzt hier doch frühzeitiger kommen als erwartet. Die Experten sagen ja weiterhin Dezember, ich sage immer noch, ja, Q1, ich sage eher sogar Ende Q1. Für die Leute, die jetzt zum ersten Mal dabei sind, also keine Vorbesitzer sind, für Vorbesitzer und auch Mehrfachvorbesitzer könnte es noch Dezember oder Januar sein. Ich denke für die anderen eher März. Ja, hier die Autos kommen rein, 100.000, ihr seht es hier, die 100.000er Nummern sind schon in der Realität zu sehen. Ganz cool, 100.000. Boah, cool. Ja, auf jeden Fall, auch die Kollegen haben hier abgeflacht. Na, das ist denen ihre Kurve abgeflacht, weil sie auch dem hier nicht getraut haben und die Unterstützung fehlt noch, wie man das immer so sagt bei den Aktien. Blub, blub, blub. Na, die fehlt noch. Also die Kurve flacht etwas ab. Ja, wird es Mitte nächsten Jahres? Ich weiß nicht. Auf jeden Fall wird es so konkret. Wir haben auch den Vortrag vom Andi gehört in Horb, wer da war. Da war jetzt nicht so viel mehr Info, als hier jetzt auch drauf ist. Deshalb haben wir es nicht aufgenommen. Aber ich denke, es ist sehr, sehr konkret und wir haben sehr viele Leute, die mitmachen wollen. Also 6 Leute zusammen kaufen ein Model 3. Ich hatte ein bisschen so Bedenken jetzt, weil wir vermutlich, wenn wir das mit maximaler Ausstattung machen, einige stehen auch dazu weiterhin, dass wir dann da nicht hinkommen werden mit dem Preis. Und wenn wir bei 6 Leuten sind, könnt ihr umrechnen. Ich hatte eigentlich schon gedacht, wir sind so knapp über 10.000. Ja, inklusive Versicherung habe ich eigentlich gedacht. Für 2 oder 3 Jahre, ja, Laufzeit. Und dann können wir es noch ganz gut verkaufen wieder. Ich habe das dumme Gefühl, dass das Auto in maximaler Ausstattung, also Performance-Modell, dicker Akku und so weiter und so fort, voller Autopilot, wobei der wäre vielleicht optional, weil den wird es eh nicht so schnell geben. Ein normaler Autopilot reicht, sind wir wahrscheinlich da nicht, da sind wir höher. Und dann sind wir in einer Region, wo man auch ein Model S kaufen könnte. Und das ist dann nicht das, was wir eigentlich wollten. Ich habe gedacht, das Auto wird hier irgendwie bei 60.000 rauskommen. Bin also noch im Zweifel, ob mich doch auch hier, also mein Auto würde ich jetzt auch sagen, dass mein Auto, das Auto, was ich hier verwalten würde für euch mit 5 anderen zusammen fahren würde, das könnte mir vielleicht auf das Performance-Paket auch verzichten. Wäre so eine Gedanke, um dann doch den Preis zu halten. Na, ich weiß noch nicht, aber vielleicht die anderen, vielleicht kann jede Gruppe auch für sich entscheiden, wie viel sie dann da tatsächlich investieren. Ich vermute stark, dass mir da doch, wenn nicht ein Wunder passiert, auch mit bezüglich irgendwer Förderung, wir da doch relativ teuer rauskommen. Naja, aber das Projekt läuft und wer noch mitmachen will, bitte beim Andi melden. Demnächst geht es einfach los. Das wird einfach von heute auf morgen losgehen. Und es wäre jetzt schön, wenn wir so langsam merken, wie die Verteilung ist, wer zusammen ein Auto dann hat, die sich auch mal dann treffen. Im Norden wird das jetzt auch schon organisiert. Wir müssen das hier im Süden auch organisieren. Und dann geht es einfach von heute auf morgen los. Es kann jederzeit losgehen, ne? Ich habe jetzt hier gedacht, wir sind heute hier und ich dachte, hier konfigurieren wir. Ja, letzte Quartal. Ich habe Anfang letzten Quartals ist weiterhin meine Vermutung, dass wir da konfigurieren dürfen. Jo, das passt ja auch so gut zusammen jetzt hier mit Paris und so und weiter. Ja, ansonsten, wie geht's weiter? Ich bin weiter hier mit Autos unterwegs. Ampera E gerade. Hybriden war ich ja schon. E-Golf hatte ich auch schon. i3S habe ich gerade. Kona wäre der nächste und ich hoffe auch Model 3. Und danach weiß ich nicht, was ich mal länger noch fahre. Vielleicht kann ich den Kona auch mal einen Monat kriegen. Das wäre natürlich schön. Ansonsten springe ich tatsächlich nochmal zurück auf den Ioniq vielleicht oder auch den E-Golf mit der Vollausstattung. Ich hatte jetzt den E-Golf ja, der ja nicht das schöne Display hatte. Auch den Leaf. Aber das wäre ja eine Wiederholung. Was ich nicht hatte, ist die neue Zoe. Könnte ich auch nochmal. Die ist auch günstig eigentlich. Mit einem großen Akku, die Zoe. Warum nicht? Gefällt mir nicht so super, muss ich sagen. Das Design ist auch eigentlich, ja, Zoe muss unbedingt ein Upgrade kriegen irgendwie. Und dann wären noch die Smarts eigentlich, die 4-4 Smarts, die kleinen, wobei die jeden Abend aufladen müsste. Boah, ja, die sind knapp dran mit der Reichweite. Ja, und dann noch so Autos, die ich halt über Nextmove nicht kriege und da weiß nicht, wie ich an die rankommen soll, ne? Was fehlt mir da immer noch? Wer sagt immer, was soll ich? Jetzt fällt mir es nicht mal ein. Das ist dieses Auto, was so ein bisschen hässlich aussieht von außen. Fällt mir gerade nicht ein. Ja, ich weiß,
Ich bin halt, jetzt muss ich doch mal so ein bisschen Fahrwasser kommen. Meine Frau sagt, die guckt jedes Mal raus, wenn ich komme, habe ich ein neues Auto dabei. Also auf Monatsbasis muss ich jetzt schon mal kommen, außer es sind total neue. Ja, natürlich ein I-Pace. Also wenn jetzt jemand sagt, ich kann mal eine Woche oder 2 Wochen einen I-Pace haben, ja, ganz sicher. Und ein e-Tron, wenn die da mal da sind, ja, ganz sicher. Ansonsten halt ein Wochenende, das muss schon drin sein irgendwie, ne? Die schon. Alles was Neues, ja, ne? Gut, wie gesagt, das erste Video ist schon nochmal rausgekommen hier vom Ampera E. Die anderen kommen nochmal. Praxistest hatte ich rausgehauen mit 12 Kilowattstunden, war gar nicht so schlecht. Ohne Klima, mit Klima sieht es dann aus bei 16. Und alles noch Normalfahrt. Ich habe auch andere Sachen gemacht und vor allem Ladetest. Die Ladetests, diesmal auch mit Kurven, die kommen noch. Und dann i3S. i3S, ich bin echt zwiespältig unterwegs mit dem Auto. Ich sage jetzt nicht zu viel, Videos kommen ja. Es steht schon in der Garage. Jo, so geht's weiter bei mir. Und wir treffen uns auf der E-Ruda. Nein, da bin ich leider nicht. Am Ammersee, da könnt ihr aber gerne die Kollegen von Clean Electric natürlich treffen. Die machen ja da auch nochmal ihre Alltagstauglichkeitsprüfung und so weiter. Bin ich auch gespannt, ob sich da was ergeben hat jetzt, ob man die neueren Autos auch in Kona da nochmal rein hat und so weiter. Und Model 3 hatten sie ja schon mal reingemacht. Also dann noch die ganze Show dort. Also Empfehlung, das ist das nächste. Und dann Autosalon Paris. Ich weiß nicht, ob es sich lohnt. Man sieht auch da sehr viele, sagen wir mal, Showcars noch. Könnte sich also lohnen, durchaus. Und das nächste große Event, wo ich jetzt auch wieder sein werde, wo wir ein Fantreffen wieder machen können, das wäre auch ganz toll, ist auf dem Hockenheimring. Da werden wir auch fahren und nächstes Jahr dann natürlich alle auf der IAA. Den Hockenheimring habe ich nochmal separat hier als da. Und da kann man sich jetzt nämlich auch schon anmelden. Das ist der Next Move Day Nummer 3. Es gibt dazwischen noch einen zweiten, der auch noch mal irgendwie im Osten ist. Für die Kollegen, die aus dem Osten zuschauen, Osten Deutschlands, keine Wertung. Und dann der dritte hier wirklich im Hockenheimring und immer nach derselben Show. Also man kann sich anmelden, muss was zahlen, ein bisschen Unkostenbeitrag und Versicherungsbeitrag und so weiter. Und kann dann eigentlich alle Autos, die Next Move so anbietet, dann dort auch testen. Und die Model 3s werden dort sein. Genau, ich habe auch jetzt von Next Move gesehen, in Next Move News, dass jetzt die Model 3s von Next Move ja auch, glaube ich, fertig sind zur Anmeldung oder auch schon angemeldet sind. Sind schon angemeldet, ne? Und dann ist das vielleicht auch mal eine Möglichkeit, die auch auf öffentlichen Straßen zu testen. Klar, die Autos war teuer, die herüberzubringen, teuer, diese ganze Umrüstung zu machen. Das wird nicht günstig sein, wenn man es wirklich mietet. Vielleicht ist stundenweise dann auch eine bessere Lösung. Und hier auf Rundfahrt auf dem Hockenheimring ist auf jeden Fall die Lösung für jeden dann, das Auto anzugucken, bevor es jetzt hier in Deutschland kommt. Weil klar, von einem zum anderen Tag wird es plopp machen, die Dinger sind hier in Deutschland und die ganzen Reimporte sind von heute auf morgen nichts mehr wert. Also wer jetzt das Auto sehen will, der muss jetzt halt da zu solchen Events gehen, ne? Ich weiß nicht, ob die Autos jemals in den Shops dann so kommen werden. Das war bei Model X auch nicht so. Das zieht sich alles so hin und mit dem ersten Verkauf wird das ziemlich sich überlappen. Also, meldet euch an. Ihr werdet mich auf jeden Fall dort sehen, auf dem Hockenheimring. Ich betreue dann auch dort für Next Move ein Auto. So ist, glaube ich, abgemacht jetzt, ne? Ja, ansonsten, tschüss, bis nächste Woche.